Als Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, das Zimmer des Gesandten sallallahu alaihi wasallam betrat, sah er keinerlei Schränke, keinen Luxus, noch nicht einmal Stühle. Er sah weder Früchte am Tisch, noch Nachtisch oder ähnliches. Er setzte sich auf den Boden, sah den Propheten alaihi salatu wasalam an und sagte, Ja, Rasulallah. Dann fing er an zu weinen. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, weinte. Ja, Rasulallah, was hast du? Da fragte der Gesandte, alaihi salatu wasalam, Ja, Umar, warum weinst du? O Gesandter Allahs, der römische Kaiser, der persische König, ihr Thron ist aus Perlen und Gold, Silber und Edelsteinen, ihre Kleider sind aus Seide und Gold, während du das beste Geschöpf bist, auserwählt vom Allmächtigen, sieh an, wie sie leben und wie du lebst. Wisst ihr, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam darauf sagte? Mit einem Lächeln sagte er, Ja, Umar, reicht es etwa nicht aus, dass uns das Jenseits gehört, während sie diese Welt haben und nur diese Welt? Das ist ihr Paradies. Wir möchten es nicht. Wir möchten das ewige Glück und kein vorübergehendes Glück. Denn all das ist nur auf dieses Leben beschränkt. Ein bisschen Genuss, das ist alles. Doch dieser Genuss gerät in Vergessenheit, sobald sie einen Schritt ins Höllenfeuer machen. Nur ein einziger Schritt ins Feuer beendet jeden Genuss dieses Lebens. Und ein Schritt ins Paradies lässt dich jede Bürde, jedes Problem, das du durchlaufen hast, völlig vergessen. Der Gesandte alayhi salatu wasalam trug niemals Seide, niemals trug er Gold und niemals zog er sich arrogant an. Und nie ist er vor die Menschen getreten, als wäre er ein König oder Imperator. Selbst dann nicht, als er der absolute Herrscher wurde. Und es war üblich, dass die Leute nach einem Mann Ausschau hielten, der auf einem Thron sitzt, wie andere Führer. Er sollte eine Robe aus Gold tragen und eine goldene Krone. Und Leute sollten um ihn herumstehen und ihm jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Aber als sie sich umsahen, stellten sie die üblichen Fragen. Wer ist Mohammed? Wo ist er? Niemand, und wirklich niemand, konnte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam von seinen Gefährten unterscheiden. Denn seine Kleider, sein Essen und sein Sitzplatz unterschieden sich nicht von den gewöhnlichen Leuten. Nenne mir einen Anführer in dieser Welt, der sich damit messen kann. Nur einen einzigen. Jeder von uns, sobald er nur eine Gehaltserhöhung bekommt, wenn wir auf der Karriereleiter nur eine Stufe aufsteigen, holen wir uns einen größeren Stuhl. Wenn wir zu etwas Geld kommen, wollen wir ein größeres Haus, ein dickeres Auto. Aber der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, schlief auf einer Matte wie diese Fußmatte. Die Matte bestand aus Palmfasern und Stroh. Darauf schlief der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ohne jegliche Möbel in seinem Haus. Da stellt sich die Frage, meine lieben Geschwister, O ihr, die ihr sagt, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, die ihr sagt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam euer Vorbild ist, wünscht ihr euch etwa nicht, neben eurem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein? Wünscht ihr etwa nicht, zum Propheten alaihi salatu wasalam kommen zu können und seine Hand halten zu können, ihn zu umarmen und zu sagen, Ja Rasulullah, ich hab dich vermisst. Ja Rasulullah, ich hab dich geliebt. Ja Rasulullah, ich hab so viel über dich gelesen. Ja Rasulullah, so gerne wäre ich bei dir gewesen. Habt ihr etwa nicht diese Wünsche? Er war nicht wohlhabend. Sein ganzes Leben blieb er arm, obwohl er alle Reichtümer dieser Welt hätte haben können. Seine Großzügigkeit war überwältigend. Eines Tages sah er, alayhi salatu wasalam, die Sahaba um einen Schatz versammelt. Da sagte er, ist es das, was ihr liebt? Dann trat er dagegen und ging zornig davon. Das ist die Dunya. Sie ist wertlos. Als die Strohmatte, auf der er schlief, Abdrücke auf seinen Körper hinterließ und Umar radiallahu anhu weinend sagte, Ja, Rasulullah, wenigstens etwas Weicheres. Ich kann die Abdrücke auf deinen Körper nicht mit ansehen. Ich halte es nicht aus zu sehen, wie du leidest. Da antwortete er, alayhi salatu wassalam, Ja, Umar, was erwarte ich von dieser Dunya? Was möchte ich von dieser Welt? Die Akhira ist viel besser. Die Akhira ist viel besser. Meine lieben Geschwister, was können wir daraus lernen?
Es geht nicht darum, wie ein Asket zu leben. Es geht um den Fokus. Der Fokus deines Lebens darf nicht diese Dunya sein. Dein Ziel in diesem Leben darf nicht nur das Streben nach Karriere und Wohlstand sein. Sei erfolgreich in der Dunya, aber wisse, dass diese Dunya nur eine Station ist. Eine Station, in der du dich aufhältst. Dein Endstation ist Jannah. Also packe für diese Station, für diese kurze Strecke, nur das Nötigste ein, das du brauchst. Verliere dich nicht in der Illusion, dass diese Station dein Endziel ist. Ansonsten wirst du am jüngsten Tag enttäuscht sein, dass du unvorbereitet vor Allah subhanahu wa ta'ala triffst. Der Gesandte alayhi salatu wassalam hat auf die Genüsse dieses Lebens verzichtet, auf die Früchte, auf Möbel und Seide, auf einen Thron und Diener, auf Gold und Juwelen, auf so vieles für das ewige Leben. Auf so vieles. Für was? Für das ewige Leben.